So Bock. Apollo Creed. Rocky, 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 Rocky. Dieses komische da mit dem Ball da. Um, um, um. Gegen Tommy Gunn müssen wir auch kämpfen. Tommy Gunn. Aber am besten ist Apollo Creed. Der ist so geil, der Typ, der ist so geil. Passt alles in der Lautstärke? So geil. Wir haben mir die ganzen Filme reingezogen. Vor einiger Zeit. Den ganzen Film habe ich mir reingezogen. Der erste war geil, der zweite war geil. Der dritte war geil. Vierter, fünfter und sechster haben mir nicht so ganz gefallen. Die ersten drei Filme waren mega. Aber dann waren sie nicht mehr so ganz so meins. Den Kampf freue ich mich mega. Ist der Jahrhundertkampf mit Mack Lee Green am 1. Januar hier in Philadelphia. Das wird das größte Sportereignis unserer Geschichte sein. Ich glaube, ich bin auf dem Weg ins Haus und ich soll Boxer sein. Ohne einen Ranglistengegner braucht der Kampf schon einen Reißer. So gibt Apollo Creed am 1. Januar also einem hiesigen Außenseiter eine Chance. Und sein Gesicht wird neben meinem auf diesem Plakat erscheinen. Billy Snow. Billy Snow. Hat man das eigentlich im Stream? Das Spiel hat ein Echo drinne. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Alles, was gesprochen wird, läuft als Echo. Was für ein Name. Apollo Creed gegen den italienischen Hengst. Alles, was gesprochen wird, hört man als Wiederholung im Hintergrund nochmal leiser. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Bug ist oder ob das früher so war. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich glaube, das war früher nicht so, vielleicht ist es ein Bug oder so, keine Ahnung. Jetzt gegen Apollo Creed, jetzt wird's geil. Bin mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, jetzt ist es. Und nun der Höhepunkt des Abends. In der roten Ecke. In Rot, Weiß und Blau. Die Hose kriegt ja Rocky später von ihm geschenkt. Und 10 Pfund. In 46 Kämpfen unbesiegt. The King of Sting. Unbestrittene Weltmeister im Schwergewicht. Apollo Creed. Jetzt wird's geil. Und der Herausforderer in der blauen Ecke. Im weißen Short. Einem Gewicht von 190 Pfund. Philadelphias Lieblingssohn, der auf heimatlichem Boden zum Kampf antritt. The Italian Stallion, Rocky Balboa. Runde 1. Wenn du dich schon hinlegst, dann bleib gefälligst liegen, du Flasche. Viel mehr stärker als er. Ja.
hast dir da ganz schön Prügel eingehandelt. Zeit, dich zu rächen. Komm schon! Okay, dresch in der nächsten Runde weiter auf ihn ein. Er sieht müde aus. Runde 2! Ja, Kampf gegen Apollo Creed. Ich zock später noch ein bisschen COD nach Rocky. Auf entspannen, nur so ein kleines bisschen frei für alle. Ein bisschen mein Aim zu trainieren. Was sollen wir eigentlich morgen neben. Digga, hast du einen Plan, dass wir morgen neben Bloodborne noch zocken könnten? Sollen wir morgen neben Bloodborne noch zocken? Hast du da irgendwie einen Plan oder so? Runde 3! Ich will neben Bloodborne noch was zocken. Ja, komm. Hey, Apollo! Apollo, Mann! Mach mal langsam hier! Alter, der ist ja schon ziemlich stark. Ich muss jetzt in Deckung gehen, sonst macht er mich kaputt. Ey. Alter, ich flieg gleich, das sehe ich. Ich flieg gleich auf den Boden. Oder Apollo fliegt. Oh, das ist echt ein harter Gegner. Das war eine klasse Runde. Weiter so. Geht der in Führung, diese Runde. Wird hat er gewonnen. Konzentrier dich. Versuch in dieser Runde etwas Luft. Runde 4. Was sollen wir morgen Rocky weiter zocken? Was ich heute nicht schaffe, machen wir morgen oder so? Ja, schauen wir mal. Oder sollen wir Alan Wake weitermachen? Ah, ich hätte morgen nicht so Bock auf Alan Wake. Alan Wake kann man ja nicht so rüber machen. 1, 2, 3, 4, 5! Kämpft weiter! Zuschlagen und dann immer schön in Bewegung bleiben, Junge. Die Taktik funktioniert. Runde 5. Boden.
kämpft weiter. Und ist vorbei. Deine Schläge sind viel zu durchschaubar, Junge. Ausgezeichnet, das war eine klasse Runde. Weiter so. Runde 6. Jetzt habe ich glaube gewonnen. Ernst. Jetzt hole ich mir meinen Sieg. Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt ist vorbei. Der Sieger durch K.O. Rocky Balboa!